Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zuschauerrennen hier in Jurassic World Evolution auf meinem Kanal. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Zuschauerrennen gemacht habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Rennen wieder regelmäßiger machen. Wir werden dann auch mal ein bisschen die Strecke noch variieren, neue Hindernisse einbauen und sowas. Das Ganze ein bisschen spannender gestalten. Und wie gesagt, ich will es auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger machen, damit ihr ja auch öfter die Chance habt, teilzunehmen und auch was zu gewinnen. Die Regeln sind eigentlich wie immer. Also die Strecke. Okay, niedrige Gesundheit. Stimmt wieder ein Brachio, ne? Ja, das sind immer die Brachios. Die trinken immer irgendwie nie was, obwohl die hier vorne was zu trinken haben. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So war ich stehen geblieben. Die Regeln sind denkbar einfach. Also, wir haben hier 10 Kandidaten, die hier teilnehmen. Und davon sind immer jeweils 2 in einer Farbe. Diese 2 Kandidaten bilden sozusagen ein Team und sammeln gemeinsam Punkte für die Platzierung. Und es gibt noch ein paar Bonuspunkte. Dazu kommen wir aber gleich. Ich will jetzt mit der Maus noch nicht darüber, weil man sonst sieht, wer hier schon die Kandidaten sind, weil ich die schon benannt habe. Das hier, also mit der Maus ein bisschen höher, das ist Team Retro, Team Blau, Team Rot, Team JWE und Team Orange. Und wie gesagt, jeweils hier zum Beispiel der Team Retro und der Team Retro, die bilden ein Team. Und für die Platzierung, die Ziellinie ist am Ende hier, diese Linie. Und für die Platzierung gibt es dann am Ende Punkte. Der erste Platz bekommt 10 Punkte, der zweite 9, der dritte 8, der vierte 7 und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich eine Chance, Bonuspunkte zu sammeln. Die ist hier vorne, wenn man es schafft, mit dem gesamten Auto über diese Stange hier oben zu springen oder über diesen Balken, dann bekommt man 2 Bonuspunkte. Das ist machbar, aber das ist schwer und es ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil wenn man hier aus der Arena fliegt, auf dieser Seite, muss man hier schönen Umweg in Kauf nehmen. Allerdings, wenn man auf dieser Seite rausfliegt, hat man eine Abkürzung. Die hat, glaube ich, auch beim letzten Mal jemand genommen, also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ansonsten, die Strecke hat noch so ein paar Besonderheiten, aber ich denke, das wird sich alles selbst erklären im Rennen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit der Auslosung der Teilnehmer an. Die Kandidaten sind bereit. Ja, ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben. Ist ja wie gesagt schon ein bisschen her. Ich hoffe, die jetzt rangekommen sind, schauen das Ganze dann auch noch, weil es glaube ich schon 2 Wochen oder so her oder so länger. Und falls ihr mal mit dabei sein wollt, dann bleibt einfach bis zum Ende dran. Da verrate ich euch, wie ihr beim nächsten Rennen dabei sein könnt. Aber ohne groß zu schnacken, fange ich jetzt einfach an. Der erste Kandidat für Team Retro, das ist Avi Tavi XD. Der erste Kandidat für Team Blau, der antritt, das ist Loser Banane. Für Team Rot geht als erstes an den Start Modon 55. Team JWE hat als ersten Kandidaten Stricke YouTube. Team Orange hat als ersten Kandidaten VIP. Das kennt ihr ja auch schon. Die VIPs bzw. Mitglieder auf meinem Kanal, die bekommen nochmal so eine kleine Zusatzchance. Und dieser orangene Jeep, der ist heute sozusagen die Zusatzchance für die VIPs. Es haben einige VIPs mitgemacht, dafür blende ich mal wieder unser Glücksrad hier ein. Nämlich haben mitgemacht Mrs. Sunstorm, Lars Balsipa, Starlord, Akira Black und Marcel Braune. Diese 5 Kandidaten haben einen Kommentar geschrieben und haben jetzt eine Zusatzchance. Ich werde jetzt das Rad drehen und auf wen das Rad zeigt, der wird den orangenen Jeep hier übernehmen. Also schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Kanal supportet. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Und es ist Akira Black geworden. Akira Black ist, glaube ich, erst letztens VIP geworden. Hat sich direkt ausbezahlt, dass du mich unterstützt. Du übernimmst hier diesen Jeep. Ich benenne ihn um. Akira Black. Herzlichen Glückwunsch. Du trittst für Team Orange an. Dann haben wir den Teamkollegen für Team Retro. Das ist Vitrexer HD. Der Teamkollege für Team Blau. Das ist Cody Guides PVZ. Als zweites für Team Rot geht an den Start Killer XX2 Gamer. Für Team JWE geht als zweites an den Start Christian Weitetschi. Und last but not least für Team Orange, der zweite Kandidat, das ist geistig eingeschränkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt. Ihr seid die glücklichen 10 Fahrer, die hier heute antreten. Für die, die nicht rangekommen sind, es werden noch weitere Rennen folgen. Also werdet noch öfter die Chance bekommen, also seid bitte nicht traurig. Und jetzt starten wir mit dem Rennen. Wenn ich diese Mauer entferne, geht das Ganze hier los. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich bin mega gespannt auf dieses Rennen, welches Team sich hier durchsetzen kann. Da bin ich auch, das wird echt spannend werden, glaube ich. Also Team Orange wird hier schon mal geblockt, die Akira. Und Team Blau kommt hier am besten durch, mit Loser Banane. Gefolgt von geistig eingeschränkt. Die anderen Kandidaten, die blockieren sich ja alle richtig gegenseitig. Die bocken sich hier sogar teilweise auf, also die hängen hier richtig fest aneinander. Das ist echt ärgerlich. Da können natürlich hier Team Blau und Team Orange
Und Team Retro, der ist jetzt auch gut rangekommen. Die können natürlich ihren Vorsprung hier ausbauen. Und jetzt sehen wir hier, Team Retro zieht an Team Orange vorbei. Habt ihr das gesehen? Avitavi hat hier Team Orange bei den Felsen im Slalom überholt. Nicht schlecht. Jetzt geht's aber ins Gallimimus-Gehege und das kann richtig Zeit kosten. Das kann das Feld nochmal richtig zusammenbringen. Ihr seht schon, Team Blau wird jetzt erstmal hier komplett aufgehalten. Die anderen beiden, die da kommen, Team Retro und Team Orange auch. Also das Feld, das Teilnehmerfeld, wird sich hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen verdichten, denke ich. Da kommt schon der nächste Kandidat. Ich glaube, das ist Team Rot. Jo. Die hängen jetzt hier ordentlich fest. Und die letzten Kandidaten fahren jetzt erst hier durch. Team JWE ist leider auf dem letzten Platz hier, so wie es aussieht. Ja. Aber es ist natürlich noch nicht entschieden. Also wir haben hier noch richtig viele Abkürzungen, richtig viele Hindernisse. Das Rennen kann noch super spannend hier werden. Jetzt geht es aber erstmal um die Bonuspunkte natürlich. Wer schafft hier den Sprung für 2 Bonuspunkte? Da bin ich sehr gespannt. Der erste Kandidat, das sieht schon mal gut aus. Und er schafft es direkt. Loser Banane. Auf dem ersten Platz. Und schafft hier die Bonuspunkte. Und ist auch nicht auf dem Dach gelandet. Weil es kann natürlich passieren, dass man hier auf dem Dach landet und dann, ja, wegteleportiert wird. Dann ist man leider ausgeschieden. Das kann auch passieren. Das ist natürlich ultra ärgerlich. Aber Loser Banane hat hier schon mal Bonuspunkte gesammelt. Die anderen Kandidaten hängen jetzt wirklich richtig hart fest in dem Gehege. Der Loser Banane kann seinen Vorsprung ausbauen. Plus die 2 Bonuspunkte. Also es sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Auf den zweiten Platz ist momentan, ich kriege den Namen gar nicht, geistig eingeschränkt. Der schafft es nicht, aber wird jetzt überholt im Sprung von Stricke YouTube, der auch die Bonuspunkte sammelt. Der nächste Kandidat knallt dagegen leider nur, das ist Vitrexa. Und Team Rot kommt und schafft es auch. Der dritte Kandidat, der es hier schafft, die Bonuspunkte zu sammeln. Überschlägt sich jetzt auch mehrfach, das war Modon. Und der nächste Kandidat für Team Rot, der schafft es auch. Das ist ja unglaublich heute. Das war Killer. Und die nächsten Kandidaten kommen auch. Team JWE landet oben drauf und fährt runter. Das zählt. Oh, ich dachte gerade, der wäre weggeglitscht. Okay, Akira ist noch da. Also Christian kriegt auch die Bonuspunkte. Akira hat es leider nicht geschafft. Cody Guide schafft es auch nicht. Avitavi schafft es leider auch nicht. Aber es ist, glaube ich, keiner ausgeschieden, wenn ich das richtig sehe. Sehr, sehr gut. Ist hier noch irgendein Kandidat hinten? Ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, ne? Jo, das sieht gut aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fehlt einer. Oh Leute, irgendeiner ist ausgeschieden. Ich habe es leider nicht gesehen, aber irgendeiner ist ausgeschieden. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Und ja, Loser Banane hat hier richtig krass Vorsprung. Wenn ihn hier jetzt nicht irgendwas richtig aufhält, dann sollte das hier ziemlich sicher der Sieg werden. Er hat auch die Gyrosphären jetzt locker easy geschafft. Hängt jetzt hier ein bisschen an den Ziegen fest. Aber das kann natürlich hier auch sehr ärgerlich sein, das Ziegengehege. Ihr seht schon, die blockieren ihn hier gut. Aber er hat natürlich immensen Vorsprung hier rausgefahren. Aber bleibt jetzt hier wirklich lange hängen. Aber im Hintergrund ist immer noch kein. Da kommt jetzt der nächste Kandidat angefahren. Ich glaube, das ist Team JWE, wenn mich nicht alles täuscht. Rammt jetzt hier eine Gyrosphäre weg. Habt ihr das gesehen im Hintergrund? Ja, das ist Team JWE. Nicht schlecht. Stricke YouTube ist vorgefahren auf Platz 2. Dahinter gefolgt von geistig eingeschränkt. Und dann kommt schon Vitrexa für Team Retro. Und Loser Banane hängt hier immer noch fest. Und jetzt ist das Feld wieder richtig dicht beisammen. Also es wird, glaube ich, nochmal richtig spannend. Die Gyrosphären werden da hinten voll weggedrückt, habe ich das Gefühl. Und jetzt schießt hier Christian Weitecci durch. Auf Platz 3. Nicht schlecht. Bleibt an seinem eigenen Teammate hängen. Sehr, sehr ärgerlich. So, Loser Banane fährt jetzt hier weiter. Kommt jetzt in das Pflanzenfressergehege, das große. Wenn er klug ist, fährt er rechts vorbei. Dort sollten möglichst wenig Hindernisse sein. Hier jetzt schnell durch die Lücke. Oh nee, da will er nicht durch. Bleibt jetzt hier an den Sinus hängen. Die Sinoceratops halten ihn jetzt hier auf. Puh, das ist ärgerlich. Und da kommt auch schon der nächste Sino. Nicht, dass er ihn auch noch aufhält. Jetzt schnell hier durch. Okay, das hat er noch geschafft. Sehr, sehr gut. Also Loser Banane ist hier wirklich auf einem guten Weg. Hat die Bonuspunkte und hat hier Platz 1 mit ein bisschen Abstand. Also das sieht nicht schlecht aus. Aber ich weiß halt nicht, wer ausgeschieden ist. Ne? Es kann ja sein, dass sein Teammate leider weggeglitscht ist und damit ausgeschieden ist. Wollen wir mal nicht hoffen. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Den Fall hatten wir tatsächlich auch noch nie. Also es ist zum ersten Mal passiert. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Also ich habe es halt gerade nur in der Nachzählung festgestellt. Vielleicht habe ich auch ihn übersehen. Vielleicht ist er gar nicht weg. Keine Ahnung. Er fährt jetzt hier ganz gut durch. Die Jurassic-Touren scheinen ihn hier auch nicht groß zu blockieren. Die sind auch alle gerade auf der rechten Seite. Also alles ganz entspannt. Der hier zieht jetzt rüber, aber zu spät. Der hier könnte nochmal im Weg sein. Sieht aber gut aus. Er schießt jetzt hier durch. Der Loser-Banane. Kann jetzt hier eventuell nochmal abkürzen. Also man kann hier richtig abkürzen, wenn man hier rüberspringt. Das kann nochmal sehr entscheidend sein. Mal sehen, ob er den Sprung schafft.
Und? Oh, er knallt leider gegen die Wand. Hat es leider nicht geschafft hier. Muss jetzt hier einen riesen Umweg in Kauf nehmen. Also man muss hier komplett drumherum fahren. Das heißt, wenn jetzt gleich der auf den zweiten Platz kommt und den Sprung schafft, könnte er hier die Führung übernehmen. Könnte nochmal richtig spannend werden. Ist jetzt schon ein richtig krasses Rennen. Wo sind denn die anderen eigentlich? Mensch, die sind aber schon wieder hängen geblieben da irgendwo, ne? Guck mal. Weit und breit. Oh, die hängen alle hier im großen Pflanzenfressergehege fest. Oh nein, wie ärgerlich. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe nicht, dass hier noch mehr Kandidaten ausgeschieden sind. Das wäre echt doof. Ah, der User-Banane hängt vorne immer noch fest. Ist aber noch in Führung. Der zweite Kandidat kommt jetzt hier erst. Das ist Christian für Team JWE. Ah, der User-Banane hat gleich sogar schon den Umweg durch. Ist jetzt hier auf einem guten Weg Richtung Ziellinie. Ich will jetzt hier aber tatsächlich den Sprung noch ein bisschen beobachten, ob den jemand schafft. Aber Loser Banane ist durch. Hat es jetzt hier geschafft. Ist jetzt hier wirklich, ich zoome mal ein bisschen raus. Ich hoffe, man kann es erkennen auf YouTube. Fährt jetzt hier vorne in das letzte Gehege. Hier hinten sehen wir den Sprung. Mal sehen, ob ihn jemand schafft. Vitrex hat es leider nicht geschafft. Aber Loser Banane wird sich hier den Sieg nicht mehr nehmen lassen, denke ich. Der nächste Kandidat, der hat den Sprung auch nicht geschafft. Ist gegen die Wand geprallt. Kann man auf YouTube wahrscheinlich ganz, ganz schlecht erkennen. Aber ich will jetzt halt gerade nichts verpassen. Der nächste Kandidat schafft den Sprung auch nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, der Loser-Banane hängt jetzt hier nochmal ordentlich fest bei den T-Rexies. Die sind hier gerade am Fressen. Aber jetzt sollte er es hier schaffen. Wir gehen in die Ziellinienkamera. Ich konnte leider das Rennen nicht so gut verfolgen, weil der erste Platz einfach die ganze Zeit sehr viel Abstand hatte. Aber Loser-Banane holt sich hier den Sieg, den ersten Platz. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass sein Teamkollege eine gute Position rausgefahren ist. Bis jetzt hat den Sprung hier noch keiner geschafft. Die Kandidaten fliegen auch gerade eher hoch als weit. Team Blau knallt auch gegen die Wand. Und er fliegt hier gleich um die Kurve, der Avitavi. Nicht schlecht. Er fliegt auch richtig hoch, der geistig eingeschränkt. Das ist natürlich nicht so gut. Oh nein, geistig eingeschränkt. Ist jetzt leider ausgeschieden. Habt ihr es gesehen? Oh nein, das ist sehr, sehr ärgerlich für Team Orange. Aber so ist das nun mal, ne? Kann man nichts machen. Er ist auf der Seite gelandet, auf der Seite liegen geblieben und ist jetzt hier kurz vor knapp vorm Ende ausgeschieden. Sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist das nun mal. Ich glaube, jetzt sind schon zwei Kandidaten ausgeschieden. Hier wird es nun mal ein richtig spannendes Rennen. Kopf an Kopf. Team Retro gegen Team JWE. Aber Team JWE kommt jetzt, Team Retro kommt nochmal in Schleudern. Und damit hat, wer war's? Stricke den zweiten Platz. Und Vitrexer Platz 3 für Team Retro. War nochmal ganz schön knapp geworden. Und Team JWE kommt jetzt hier für Platz 4. Ich glaube, es könnte zum ersten Mal passieren, dass hier Team JWE richtig gut abschneidet. Wenn er jetzt hier nicht nochmal überholt wird, aber Team Rot fährt hier hinten in den Christian rein. Das ist Modon. Und Modon wird jetzt hier von Akira fast überholt. Kurz vor Schluss. Und Christian sichert sich Platz 4. Und jetzt kommt Modon auf Platz 5. Hier bei den beiden wird es nochmal knapp, aber das sollte eigentlich klappen für Akira Black. Leider ist Akiras Teammate ausgeschieden. Und Cody Guides. Und da kommt Avitavi. Ich weiß nicht, ob Avitavi schon der Letzte ist. Kommt darauf an, wie viele ausgeschieden sind. Aber jetzt haben sie alle die Ziellinie überquert. Und ich glaube, das waren alle Leute. Sieht so aus. Also dieses Rennen sind echt ein paar Leute ausgeschieden. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend später in der Punktevergabe. Also keine Ahnung, wer da gewonnen hat. Echt viele haben hier den Sprung geschafft. Einige Kandidaten sind ausgeschieden. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt auf die Tabelle und gucken mal, wer hier den Sieg geholt hat. Ja, meine Freunde, ich habe mir das Ganze im Replay gerade nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, das war wirklich mit Abstand das spannendste Rennen, was wir je hatten. Es sind Kandidaten ausgeschieden. Richtig viele haben die Bonuspunkte und den Sprung geschafft. Und also das ist so knapp. Und wir haben auf jeden Fall eine Sensation. So viel kann ich schon mal verraten. Aber ich würde sagen, wir fangen beim letzten Platz leider an. Bitte nicht traurig sein. Den letzten Platz macht Team Orange mit insgesamt 5 Punkten. Und ja, die kommen einfach aus der Positionierung. Und ja, einer ist leider ausgeschieden von Team Orange. Geistig eingeschränkt, hat man ja gesehen, beim letzten Sprung. Leider auf der Seite gelandet und dann ausgeschieden. Aber so ist das nun mal, das kann passieren. Dann kommen wir zu Platz 4. Da haben wir Team Rot. Team Rot ist auch leider einer ausgeschieden. Das hat man sogar am Anfang im Video gesehen oder konnte man sehen. Habe ich allerdings nicht wahrgenommen. Das war der Killer, der ist, nachdem er den Sprung für die Bonuspunkte geschafft hat, auch auf dem Dach gelandet und dann ausgeschieden. Also spult nochmal ruhig zurück, schaut euch das an, wenn ihr es sehen wollt. Konnte man im Video auf jeden Fall sehen. Team Rot hat insgesamt 10 Punkte gesammelt, zweimal den Sprung sogar geschafft und 6 Punkte für die Platzierung, also gar nicht so schlecht. Dann kommen wir schon zum Treppchen, da haben wir Team
Retro auf Platz 3 mit der Bronzemedaille. 8 plus 3 Punkte für die Platzierung. Souverän gefahren. Keiner von beiden hat den Sprung geschafft, aber trotzdem 11 Punkte und damit die Bronzemedaille. Und jetzt kommen wir schon zum Sieger. Da haben wir Team Blau oder Team JWE. Und ich kann schon mal verraten, Team oder Platz 2 geht an Team Blau. Aber es war super, super knapp. Team Blau hat den ersten Platz rausgefahren. 10 Punkte dafür. Und den, war es der letzte von denen, die noch da waren? Ich glaube nicht der letzte Platz, der vorletzte Platz von den Kandidaten, die nicht ausgeschieden ist, sind. Das war, glaube ich, der 7. Platz, 6. Platz. Auf jeden Fall 4 Punkte dafür, damit bei 14. Einer von beiden hat den Sprung geschafft, plus 2 Punkte insgesamt, also 16 Punkte. Ich hoffe, das könnt ihr dann nachvollziehen, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber 16 Punkte waren es insgesamt. Und dann kommen wir zu der Sensation, nämlich Team JWE hat immer am schlechtesten abgeschnitten gefühlt, hat noch nie gewonnen und jetzt hat es endlich mal für den Sieg gereicht und das mit einer richtig krassen, guten Punktzahl. Nämlich hat Team JWE zweimal den Sprung geschafft, also beide Kandidaten, das sind schon mal 4 Punkte. Dann Platz 2 rausgefahren mit 9 Punkten und Platz 4 rausgefahren mit 7 Punkten. Und das ergibt insgesamt 20 Punkte, also eine richtig gute und souveräne Punktzahl hier. Herzlichen Glückwunsch an Team JWE. Ihr habt es zum ersten Mal geschafft und wir schauen nochmal, wer war das nochmal? Das war Stricke YouTube und Christian Weitetschi. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt beide einen 5 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Meldet euch einfach bei mir im Discord und dann bekommt ihr euren Preis auf jeden Fall. Und ich bedanke mich schon mal an alle Kandidaten. Es hat richtig Spaß gemacht, es war richtig spannend. Falls das Rennen euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr beim nächsten Rennen mit dabei sein wollt, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare Hashtag Rennen schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann auch mal hier teilnehmen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wie gesagt, die Rennen sollen jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.